Wir haben hier in Dresden einen international besuchten Familienkongress organisiert, weil wir der Meinung sind, dass die Probleme mit der Dekonstruktion der klassischen Familie, mit dem Einfluss von Genderideologie und linker Identitätspolitik nicht nur in Deutschland ein Problem sind, nicht nur in Sachsen, sondern in vielen europäischen Ländern. Und dort wollten wir in Austausch kommen mit anderen rechtskonservativen Parteien aus ganz Europa, um zu schauen, wie die Problematik sich verteilt in ganz Europa und vor allen Dingen, mit welchen Instrumenten konservative Parteien gegen diesen Trend ankämpfen. Also wir haben feststellen können, dass tatsächlich in ganz Europa diese Identitätspolitik von linker Seite, die Zerstörung der klassischen Familie, die Genderpolitik, ein großes Problem ist, mit dem sich tatsächlich alle konservativen Parteien auseinandersetzen müssen. Wir haben ein paar sehr gute Ideen gehört, wie man dagegen vorgehen kann, was auch konservative Regierungen schon tun, zum Beispiel in Polen oder in Ungarn. Und diese Instrumente wollen wir natürlich auch schauen, dass wir die in unsere eigene Politik einfließen lassen in Zukunft. Und wir wollen im Nachgang selbstverständlich auch den Austausch weiter lebendig halten, damit wir uns gegenseitig unterstützen können.